Eho, meine Lieben, neues Video. Was machen wir heute? Ich habe mir hier ein bisschen was ausgedacht. Wir machen uns Gyrosspieße. Der Name Gyros bezieht sich aufs Gewürz. Und dazu einen nennen wir es Metaxa-Dip oder Metaxa-Kräuter-Dip. Ja, und ein paar Folienkartoffeln. Also, Gyrosspieße mit Metaxa-Kräuter-Dip. So nennen wir das Video. Ja, ich werde jetzt hier alles soweit noch vorbereiten. Also Kartoffeln vorkochen und danach können wir eigentlich schon mit dem Metaxa-Dip anfangen, weil die Spieße, das Fleisch habe ich gestern schon eingelegt und das blende ich euch jetzt ein. Und ja, nachher geht es hier drüben nahtlos weiter. Attacke für unsere einfachen Gyrosspieße brauchen wir erst einmal einen Schweinenacken. Ich nehme Schweinenacken. Dann brauchen wir eine Schüssel, wo wir nachher alles reintun. Ja, ein griechischer Joghurt wäre hier sehr von Vorteil. Dann natürlich ein Messer, ein Löffel, das macht's unterrühren für manchen leichter. Ja, und dann nehmen wir uns noch ein Gyrosgewürz. Und da habe ich jetzt das Gyroslav Klose von McAllister's Outdoor Cooking. Da ist ein Paket gekommen mit ein paar neuen Gewürzen. Ja, und das probieren wir hier an dieser Stelle gleich aus. Aber jetzt erst einmal den Schweinenacken in Würfel, in Streifen, in Hau mich tot schneiden. So wie ihr das am besten möchtet. Und ja, wie es halt auf euren Spießen dann sein soll. Ich werde solche Fetzen hier machen. Und was ich morgen eben nicht für die Spieße brauche, ja, da werde ich dann mir eine schöne Portion noch eingefrieren. Und wenn es mal schneller gehen muss, hole ich mir die aus der Gefriere raus. Wenn es nicht dann wieder irgendwann nochmal ein Gefriertruhenfundus wird. Tja, und dann kann ich mal dann auf die Schnelle nochmal ein paar Spieße machen. So, ab jetzt brauchen wir bloß noch einen Löffel. Jetzt war ich schon im Fleisch drin, jetzt muss ich nochmal abspülen. Wir möchten ja nicht, dass uns der Joghurt dann schlecht wird, wenn noch einer übrig bleibt. So, Leute. Fünf ordentliche Löffel Joghurt. Habe ich jetzt ganz einfach so entschieden, dass das ausreicht. Hier mal halbwegs Mengenangaben haben. Ach nee, nee, nee. Ich verstehe es nicht, wie sie Leute immer mit dem Löffel unterrühren können. Das ist ja Katastrophe. Also ihr seht, die 5 Löffel Joghurt waren fast schon wieder zu viel. 4 hätten es wahrscheinlich auch getan.
Ja, wie kommt das schon? Das war's auch schon mit unseren Fleischvorbereitungen. Das darf sich jetzt wirklich bis morgen Spätnachmittag, morgen Abend hier drin entspannen. Also jetzt haben wir es schon 12:30 Uhr. Über 10 Stunden auf alle Fälle. 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden, 15 Stunden, irgendwie sowas. Auf alle Fälle am Vortag vorbereiten, dass das wunderschön durchziehen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen. Eventuell schnibbel ich noch eine Paprika dazu, was noch mit auf den Spieß kommt. Oder. Aber das entscheide ich dann morgen, wenn ich beim Shoppen war. Okay, Leute, wir sehen uns später. Also für euch ein kleiner Cut. Das von gestern habt ihr gesehen. Dann nehmen wir wieder den Joghurt, Kaffee. Weil es einfach noch nicht so weit ist für die Kräuter, nehme ich hier gefrorenes Gut. Dann, wie es so ist bei den Vorbereitungen, kommen immer noch frische Ideen. Hier habe ich mich jetzt noch entschlossen, Knoblauch klein zu hacken. Erst mit dem Messer schön platt drücken und dann zack, 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 klein hacken. Joghurt. Dann haben wir hier einen Klaus Grillpfeffer, Salz, den Metaxa, die Zucchini und die Paprika brauchen wir dann später. Und den Gyroslav Klose brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Das weiß ich aber noch nicht. Das sehen wir dann später. Gut, ich schnippel jetzt schnell den Knoblauch und dann machen wir schon weiter. Wer möchte, kann den Knoblauch ja auch gerne durch die Presse durchjagen. Ich wollte das jetzt nicht. Jetzt habe ich schon wieder den Löffel woanders drin gehabt. Erst einmal wieder abspülen. So, mit einem frischen Löffel holen wir uns jetzt hier wieder ein bisschen Joghurt raus für unseren Dip. Ich hoffe bloß, dass das Zeug nachher auch schmeckt. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Das ist einfach jetzt mal ein Versuch. Dann hauen wir uns ein paar frische Kräuter rein, sozusagen. Ob wir die jetzt direkt selber geerntet haben oder nicht. Ich glaube, das spielt bei dem Grünzeug jetzt keine große Rolle. So langsam kommen wir in die Richtung, wo ich hin will. Vom Alkohol reicht es jetzt dann wirklich.
Weil ansonsten ist man besoffen, wenn man den Dip gegessen hat. Haha, kleiner Witz. Warum mache ich sowas und kein Tzatziki? Na ganz klar, ein Tzatziki habe ich auch schon da. Das gibt es natürlich auch noch mit dazu. Ich wollte halt einfach mal wieder was ausprobieren. Nun ja, später kam dann der Knoblauch so extrem durch, dass wir ganz einfach noch Joghurt, etwas Zitrone und eine geriebene Gurke hinzugefügt haben. Also doch Tzatziki. Also das müsst ihr wirklich dann so abstimmen, abschmecken, wie ihr das möchtet. Aber, ja, lecker. Schmeckt noch den Alkohol, den Metaxa schön raus. Das war mir wichtig bei dem. Gut, Freunde, ich mache jetzt hier eine kurze Unterbrechung mit dem Video. Es geht nachher dann weiter. Bis dahin habe ich dann auch das Gemüse geschnibbelt und dann können wir unsere Spieße aufspießen. Genau. Tja, Freunde, wir wären angekommen bei der lustigen Spießerei. Die Paprika und die Zucchini habe ich schon klein geschnitten. Und heute nehme ich solche Spieße. Warum nehme ich die? Ganz einfach. Wenn es wirklich jemand nachmachen will, 1:1, der braucht sich dann nicht erst groß Gedanken machen, wo er Spieße herkriegt oder sonstiges. Der nimmt auch einfach diese überdimensionierten Zahnstocher. Gut, man könnte auch sagen Schaschlikspieße. So, und dann legen wir mal los gleich. Na, komm raus. Und so sehen die Spieße dann aus. Oder auch grün, rot, grün, rot. Oder naja, ihr könnt sie zusammenspießen, wie ihr möchtet. Ich bereite die jetzt so weiter mal vor. Und ja, wenn sie fertig sind, zeige ich es euch dann. Nö, nö. Also, die Spießchen habe ich jetzt gescheckt. Ein bisschen Gemüse ist übrig geblieben. Und auch noch ein bisschen was von dem Fleisch. Das habe ich schon einvakuumiert. Das geht jetzt in die Gefriertruhe. Und ja, die Kartoffeln werden jetzt einfach noch mit Alufolie eingepackt und fertig. Mehr wird mit denen jetzt gar nicht gemacht. Und dann wandern die einfach mit auf den Grill und kommen so dann, ne, die fliegt schon auseinander. Ab in den Hals. Und kommen dann so einfach mit auf den Grill. Und ja, wenn es dann draußen weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Da sind dann die Kartoffeln auch schon eingepackt. So Leute, der Grill ist am Aufheizen. Ich habe ihn soweit eingerichtet. Sprich, mit eingerichtet meine ich hinten Kohlen. Tropfschale wieder mit ein bisschen Wasser. Und jetzt können wir schon mal unsere Kartoffeln drauf tun. Die legen wir einfach damit drauf. Und so in ein paar Minuten kann man dann auch gleich das Fleisch draufhauen. Aber erst darf er noch ordentlich aufheizen. Ich denke, wir können es draufwuchten. Zucchini und Paprika tun wir ganz am Rand hin. Was übrig geblieben ist. Na, habe ich mich jetzt so verschätzt mit dem Platz oder was? Nee, geht schon. Das geht alles. Man muss bloß wollen. Ja. So, und dann heißt es grillen bis fertig. Aber ihr wisst ja, wir schauen zwischendurch mal rein bei mir. Na, dann gucke ich mal nach der obligatorischen Viertelstunde. Ja, sieht gut aus. Was soll ich sagen? Sieht gut aus.
Und Leute, ich muss euch noch was erzählen zu meinem Metaxa-Dip. Ja. Also, Schatzi hat den gerade probiert drinnen und die war gar nicht so begeistert. Dann habe ich ihn selber auch nochmal probiert und ich war auch nicht mehr begeistert. Absolut nicht. Der Knoblauch, der ist so bockescharf da drin geworden. Oh, ich wünschte, ich hätte den Knoblauch weggelassen. Naja, jetzt sind wir ein bisschen noch am Experimentieren und gucken mal, ob wir ja, den Metaxa-Dip doch noch hinkriegen, dass man es lecker dazu essen kann, weil so, ne. Knoblauch, Mist. Zu viel, zu scharf, ja, blöd gelaufen. Aber dabei waren es dieses Mal bloß 2 Zehen. Naja, schauen wir mal, was wird. Ich sag's euch nachher dann drinnen. Aber jetzt grillen wir hier draußen schön weiter. Na, dann wollen wir mal die guten Stücke umdrehen hier. Die Kartoffeln habe ich schon durchgetauscht vorher. Jetzt drehen wir die Spieße einfach mal um. Warum so umständlich mit der Zange? Vielleicht gebe ich denen auch noch direkte Hitze nachher einmal kurz. Wäre vielleicht nicht unbedingt verkehrt. So, jo, weiter grillen. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir soweit, dass wir die Spieße nochmal direkt auf die Glut drauf donnern. Einfach, dass sie noch ein bisschen Farbe kriegen. Weg mit der Zange. Das machen wir so schnell. Und dann wären wir sowieso gleich fertig. Kartoffeln kann ich schon runternehmen. Heiß, 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 heiß. So, das reicht mir schon. Jetzt noch die Seite ganz kurz und dann sind wir so weit, dass sie runter können. So, gucken wir mal. Die sehen gut aus. Die sind fertig. So sieht es jetzt aus. Gemüse, was ich vorher schon runter habe, und jetzt gehen wir rein, richte ich mir einen Teller her und dann wird gegessen. So, Freunde, und so habe ich es mir jetzt angerichtet, die Kartoffel so halber durchgeschnitten und das, ja, im Prinzip ist es ja jetzt mittlerweile ein Metaxa-Tzatziki geworden. Ja, wir haben jetzt noch, oder Schatz hat noch Gurken reingehobelt. Mir schmeckt es jetzt mal richtig, richtig gut. Patricia sagt, und Schatz hat auch die Augen verdreht und aber gut so, bleibt mir mehr. Aber die haben ja noch ein anderes Tzatziki. So, dann schneide ich mir hier erst einmal das erste Stückchen Fleisch auf. Doch, das Jugoslav Klose von McAllister, das kann was. Muss ich sagen, ist wirklich lecker. Die Kartoffel mit dem Tzatziki. Ich finde es richtig geil. Das Problem war, wie gesagt, der Knoblauch, der ist viel zu scharf rausgekommen. Ja, ich finde es lecker. Macht hier mal sowas nach.
macht euch bloß eine kleine Schale mit Haxa. Es ist nicht jedermanns Sache. Sagen wir es ganz einfach so. Aber ich esse jetzt und nachher hören wir dann noch Fazit. Und damit frage ich die Mädels. Außer zu meinem Metaxa-Dip. Noch was, Leute. Wem ein Spieß zu wenig ist, der schneidet ihn einfach in der Mitte auseinander und schon hat er zwei Spieße und mehr zum Essen. Puh, Leute, heute bleibe ich sitzen. Ja, mal einfach gut sitzen. So, Fazit. Ich persönlich fand es richtig stimmig und sehr lecker. Ruhe, du Handy. Auch mit dem Metaxa da drin. In dem Tzatziki. Mittlerweile ist es ja eigentlich ein Tzatziki geworden. Finde ich persönlich sehr lecker. Den Mädels, wie gesagt, schmeckt es gar nicht. Aber vom Gewürzten her jetzt hat das Fleisch sagenhaft. Richtig, richtig gut. Das Gemüse zwischendrin noch leicht knackig. Perfekt geworden. Also alles in allem sehr gut. Patricia. Also ich habe ein anderes Tzatziki genommen. So hat es mir auch sehr gut geschmeckt. Kartoffeln hervorragend, auf den Punkt gar. Genauso wie die Spieße perfekt. Geschmacklich top. Gut, wunderbar. Schatzi. Sehr lecker. Schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch, ja. Okay, das war's mit diesem Video. Ein Däumchen nach oben da lassen. Den kriegt ihr bei McAllister's Outdoor Cooking, wenn ihr den mal ausprobieren möchtet. Ich habe jetzt noch ein anderes Gyros-Gewürz da. Das werde ich auch demnächst mal ausprobieren. Ja, aber da muss ich noch ein Päckchen fertig auspacken dazu. Ich glaube, das kommt dann im nächsten Video, wie ich das Päckle auspacke. Das habe ich irgendwie in dieses Video nicht mehr reingeschafft. Ja, von McAllister habe ich dann noch ein paar andere Gewürze gekriegt. Den Burgermeister, den Stegosaurus, Shark Norris und Freddie Mercury. Also da stecken sie noch drin. Ja, die werden wir so nach und nach auch austesten und gucken, ob die auch was können. Wenn sie nichts können, dann sage ich das. Aber so wie ich einen McAllister einschätze, unseren Tofu-Mann, können die auch was. Alles klar. Also, ein Däumchen nach oben nicht vergessen. Abo wäre nett. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.